Servus liebe Freunde, heute sind wir wieder am Start. Heute reden wir über den Busseron. Der Busseron ist ein großer Gebrauchshund, der etwa den Dobermann ähnelt. Als besonderes Merkmal hat der Busseron doppelte Afterkrallen. Das Haar ist kräftig, kurz, dick, fest anliegend, 3 bis 4 cm lang, in schwarz mit Lorfarben, Brand oder blau gefleckt mit Lorfarben am Zeichen. Grau, schwarz und brand, die Ohren sind halbstehend oder hängend, sie sollten nicht am Kopf anliegen. Der Busseron ist kein Anfängerhund. Durch seinen Ursprung als Arbeitshund erklärt sich sein Hang zur Selbstständigkeit, was leicht als Dickköpfigkeit missverstanden werden kann. Bei der Erziehung braucht sein Halter daher viel Hundeverstand, Konsequenz und Einfühlungsvermögen. Eine harte Hand verträgt er nicht. Wird er als Familienhund gehalten, ist zu beachten, dass er seinen Hütertrieb dann eben auf die Familie anwendet. Wie alle Arbeitshunde braucht er unbedingt viel Beschäftigung, zum Beispiel alle Arten von Hundesport. Busserons sind sehr intelligente Hunde und sie hängen in Treue an ihren Herrn. Es gefällt ihnen, Aufgaben für ihre Bezugsperson zu erledigen. Vorausgesetzt wird hierbei allerdings, dass der Hund den Herrn als Rudelführer anerkannt, denn er neigt zur Dominanz. Busserons verhalten sich gegenüber Unbekannten misstrauisch und zurückhaltend. Sie neigen nicht dazu, mit jedem Freundschaft zu schließen. Als Familienhund ist er durchaus geeignet, wenn der Mensch seine Herkunft beachtet. Als Schutzhund ist er geeignet, wenn er aus einer entsprechenden Arbeitslinie stammt. Denn dazu ist eine hohe Arbeitsfreude erforderlich und ein ausgeglichener Beute- und Arbeitstrieb. Gleiches gilt international für IPU, also den internationalen Schutzhund. Die gute Führigkeit und die Belastbarkeit machen ihn zu einem guten Pferdenhund. Durch seine Lauffreude ist er auch zum Sanitätshund geeignet, zumal er auch sehr belastbar und trotzdem sehr ausgeglichen ist. Gleiches gilt für seinen Einsatz als Lawinen- und Katastrophenhund. Und jetzt eine kleine Kurzfassung. Der Busseron ist ein Hund aus Frankreich. Er wird zwischen 61 und 70 cm groß. Gewicht liegt zwischen 30 und 39 Kilo. Er wird bis 13 Jahre alt und den gibt es in Schwarz, Lorfarben. Er wird als Gebrauchshund benutzt, Rettungshund und für Hundesport. Er ist ein guter Familienhund, braucht wenig Pflege und braucht viel Auslauf. Und das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach in die Kommentare und ich werde sie beim nächsten Video beantworten. Und bis zum nächsten Mal. Servus!